Weil einfach nur abbilden nützt nichts. Szenemäßig immer die Comicmalerin oder so zu bringen, nützt auch nichts. Also ist die erste Frage gewesen, wie können Kunstwerke in dem Film und dann vermittelt über die Idee der Kunstwirkung einzelne ihrer Eigenschaften in den filmischen Raum übertragen. Ja, Dadurch, exakt. Es ne? gab ja immer eine These, die aber erfreulicherweise von Leuten wie euch widerlegt wird, dass die Darstellung von Kunst im Film immer Kitsch ist, weil sie diese sozusagen diese Übertragung hat. Aber wie macht man das dann, das nicht zu werden? Genau, also Abbildung geht nicht. So, man kann höchstens dokumentarisch, aber das ist, da muss unsere Artdirektorin gleich auch nochmal was sagen, aber aus der Regieperspektive ging das so, dass man kann, entweder kann man Kunst dokumentieren und braucht dann den späteren Kontext, den Diskurs, die Art und Weise, wie der Film in eine andere soziale Situation einwandert oder die wie Lackmuspapier oder katalytisch ermöglichen kann, um dann zu sagen, ja, da ist dieses Kunstwerk drin, das hat in dem Film auch eine bestimmte Funktion, das hat euch vielleicht interessiert, dann gehen wir dem mal nach. Dann müssen unter Umständen ganz andere Kontexte angeschlossen werden, also damit das Kunstwerk blühen kann. Aber für Kombinationen könnte, oder für Etappen könnte das ja sinnvoll sein. Die Kernidee war aber die, oder die tragende Idee für den Film war die, zu sagen, irgendeine dieser Ebenen des Kunstwerks der bildenden Kunst, also mag es eine gewisse Form von Zitatverwendung sein, überträgt sich auf einmal in den Film, in dem es auf einmal auch bestimmte Formen von Zitatveränderungen gibt. Oder irgendetwas, was damit zu tun hat, dass von projizierten Tarotkarten, wenn verschiedene Prophezeiungen damit verbunden werden, eine Fantasie anregende Wirkung ausgeht, wird auch auf den Film übertragen, weil besonders inszeniert wird, wann diese Karten wie Kapitelgrenzen gespielt werden. Und auf diese Da Weise. hätte ich eine Idee, weiß nicht, ob es stimmt, dass wenn man sich vorstellt, dass das in der traditionellen Kunst mitsamt dem so geschmähten Kunstmarkt es ja immer darum geht, Dinge in ein Objekt zu verwandeln, ne? In ein habbares Objekt oder ein handelbares Objekt oder ein anbetungswürdiges Objekt, je nachdem. Könnte das sein, dass man durch den Film quasi der Kunst diesen Objektcharakter wieder nimmt und dann plötzlich wieder von Subjekten, einerseits Ja, von Körpern, andererseits aber auch die Dinge haben ihr Eigenleben. würde ich sehr unterstreichen, weil das wäre schön, weil das ja bedeuten würde, dass man erstmal sagt, unabhängig davon, dass das Artefakte sind oder auch Waren, geht man jetzt erstmal zurück zu dem, was so ein Kunstwerk als semantische Maschine oder eben auch als rätselhafte Geste, also was es auch so ist, leistet. Und diese poetische Generativkraft kommt in den Film rein, sodass man und pflanzt sich irgendetwas davon, pflanzt sich fort. Betonung, was in Korrespondenz geht mit dem Film und mit dem, was vorher schon passiert ist. Oder ja, also was da eine Beziehung eingehen kann. Und so, dass der Film dann eben anschließend auch nicht mehr selbstreflexiv ist, sondern eher, weil du das gestern auch so gesagt hattest, sondern sozusagen selbstgenerativ. Und das reflexive Moment besteht nur darin, dass man das sieht, ja, so generiert er das, aber nicht so autopoetisch, klassisch, also als geschlossenes System, sondern generativ, reagierend auf Dinge, insofern nicht abgeschlossen, aber im Prozess. Und Was das ist noch heißt was anderes denn? als das offene Kunstwerk, was, ja, was, glaube ich, eher auf die Vervielfältigung von möglichen Interpretationsmöglichkeiten hinaus will. Und hier sieht man tatsächlich dazu, wie sich das, also die Figuren haben die Erlaubnis, ein bisschen wie bei Flann O'Brien ganz früher, die Figuren haben die Erlaubnis, mit an der Story zu drehen. Und so, und dann kann man in dem Raum auch von den kollektiven Erzählern auf einmal beginnen zu erzählen. Ja, und dann, das kommt ja auch explizit vor, dann ist durchaus die Möglichkeit, dass das wieder gefährlich wird, ne? Und zwar also gefährlich für das Abbildungssystem, aber gleichzeitig auch gefährlich für die sich darauf einlassen oder Wenn sowas, man ne? sozusagen in der Welt des Films weiterdenkt und überlegt, das ist ja schließlich, also es ist ja von der Werbetagline her der letzte Katastrophenfilm, das kann auch zwei Bedeutungen haben, weil diese Katastrophe ist zur Abwechslung final
Ne? Oder es ist, wir sind dem Katastrophismus entkommen und brauchen keine Katastrophenfilme mehr. Ja, das stimmt. Und dadurch, also dadurch wird es aber auch erstmal jetzt vom Erzählerstandpunkt her spannend. Und Und zwar, und zwar deswegen, weil die Kunst davon befreit ist, was sie ja heute auch oft ist, dass man sagt, also dass, wenn Kunst zu eng an den politischen Diskurs gebunden ist, dann setzt das bestimmte Qualitäten frei, aber es sorgt auch immer dafür, dass die Künstler immer auf der richtigen Seite stehen und dass die Kunst im Grunde Ausformulierungen von politisch wichtigen und also letztlich guten Positionen ist. Dadurch, dass es gefährlich werden kann, wird ja auch deutlich, dass in diesen Kunstwerken und auch in den Filmen, die sich diese Freiheiten erlauben, eine gewisse Größenwahn drin steckt, den man also mit Kluge sagen könnte, das ist halt dieses, das ist so ein kindliches Omnipotenzgefühl. Und einigen in der aktuellen Kunstszene ist das auch ganz unangenehm. Die würden lieber gerne kleine, dezidierte Gesten und politische Reflexionen und so weiter. Aber ich finde, für die Spielkraft und die generative Kraft muss dieses Moment, also fixe Idee, so nach Kluge immer eine fixe Idee und ein kindliches Omnipotenzgefühl, das muss sein. Die fixe Idee muss mindestens 5 Jahre durchhalten. So, und wenn man mit dem Film auf die Reise geht, gibt es quasi diesen Moment, wo man sagen kann, der kann nicht einfach in einen guten oder bösen oder wahren Diskurs eingetragen werden. Die Kunstwerke sind in dem Film erstmal wieder beweglich geworden, also die können sich anders kontextualisieren, ne? Und sie müssen im Grunde, das meinte ich ja zum Beispiel in einigen von den Kunstwerken von Susanne, sind so Story-Generierungssysteme drin, die von Oli, was, Oli Olipo, von Olipo herkommen. Und die übertragen sich ja auch dann als Wahrscheinlichkeit auf die Story, sodass man sagen kann, ja, welche Seite jetzt gewinnt und dann kommt die Plotwirkung, ach, dann geht es da weiter, die dramatische Musik setzt ein und wir wissen, ah, die machen ihren blauen Nacht-Machttrip. Jetzt ja so, also so. Also. Interessant, weil es mich gerade, beziehungsweise uns beide, gerade so umtreibt, ist diese sonderbare Dialektik von Kontrolle und Freiheit. Ich finde das, also erstens mal glaube ich, dass das im Augenblick so der Knackpunkt unserer politischen Entwicklung ist, aber gleichzeitig ist es möglicherweise Knackpunkt auch in der Kunst. Genauso gut, aber auch in der Filmentwicklung. Ne? Also wir haben über lange Jahre haben wir so eine Balance gehabt, eigentlich was eher so ein Appeasement war. Gar nicht, wir haben diese Dialektik eigentlich gar nicht wirklich bearbeitet, sondern wir haben diese zwei Kräfte einfach so nach so einem Liberalismus, ein bisschen davon, ein bisschen davon, und die kontrollieren sich gegenseitig dann noch ein bisschen oder sowas. Und das funktioniert ja nicht mehr. Und das funktioniert ja eben auch nicht mehr in der Kunst. Und es funktioniert, weiß nicht, ob du das so unterstreichen würdest, aber es wird auf Dauer auch nicht mehr im Kino funktionieren. Was wäre denn, ich nur um das jetzt zu verstehen, was ist, wäre dann im Kino die Kontrolle in Bezug auf die Filme, die laufen? Nein, selbst Und solche Dinge wie ich kontrolliere die Handlung oder so etwas, sozusagen, ich kontrolliere sehr stark die Handlung, um auf der Ebene der Bildgestaltung ein wenig Freiheit zu generieren oder so etwas, oder umgekehrt oder so etwas. Also immer, als würde ständig ein Deal zwischen Kontrolle und Freiheit ausgehandelt, damit der Künstler oder das Kunstkollektiv oder das Kunstgeschehen so eine demokratisch-humanistische, ja, einen schönen, so, also einen Ausgleichszustand erreichen zivilisierten kann. Zustand abbilden Zivilisiert, kann und sehr schön, genau, mit das Glück meine ich, elegant ja, rüberkommt genau. Und oder das ist jetzt international abgeklärt. böse oder gut, es ist aber futsch, ne? Und ich weiß nicht, ob die NSA das futsch gemacht haben oder ob die Künstler das futsch gemacht haben oder ob das Fernsehen das futsch gemacht hat. Ist auch völlig egal. Es ist jedenfalls Das futsch. Fernsehen hat das mit Sicherheit dahingehend futsch gemacht, weil da kann man sagen, dadurch, dass die Kontrolle über die dramaturgischen Regeln, die da absolut gesetzt wurden, wirklich einer Gleichschaltung gleichkommt, was eben auch ja Leute wie Bettina Reitz in dem Dominik Graf-Film gesagt haben, man muss jetzt, oder sie hat es nicht gesagt, aber eine andere Kollegin hat es gesagt, man muss quasi schon von außen helfen, sonst ist da an diesem geschlossenen Kontrollmechanismus nichts mehr zu drehen. Da kann man wirklich davon sprechen, dass da allerdings die Kontrolle zu 100% gewonnen hat und sich alle auch mit guten Gewinnen in diesem Hamsterrad drehen. So. Aber jetzt bei der praktischen Arbeit an diesem Film, beim Schnitt, bei der Mischung und so weiter,
hat sich eigentlich diese Frage immer wieder gestellt und ich sehe die, also ich glaube, das Beste ist, wenn man, oder bei diesem Film war das jedenfalls so, wenn man zum Beispiel im Schneideraum sich klassisch verhält. Es wird bewertet, welche Qualität das Material hat, man arbeitet daran, man guckt, was trägt, man macht wieder eine Pause. So, und dann wächst das. Das Zweite, bei der Animation gab es relativ wenig Kontrolle. Es gab ganz unterschiedliche Temperamente und die haben das in unterschiedliche Richtungen entwickelt und darauf hat wiederum der Schnitt reagiert. Das heißt, es gab aber immer diese, also sozusagen so ein Rückfragekolloquium oder also auch eine Bewertung. Wie weit kann das, was da in Freiheit entstanden ist, in die Story eingebunden werden? Oder wie muss die Story oder das filmische Modell verändert werden, damit es diese Dinge einbinden kann? Das macht die Produktion zunächst erstmal echt langsam. Ne? Weil das genauso reagierte man darauf, dass wenn ein Überschuss an Kostümen auf einmal da ist, ne, heißt es, dass man gewisse andere Dinge anders balanciert. So, und ich glaube auch, dass man am Ende in der Mischung weiterhin sitzt. Und solange man sagt, in all diese zukünftigen Szenarien von Filmdistribution oder Arbeit mit Film oder Teilen von Film gehört nach meiner, das ist jedenfalls der Ansatz bei diesem Film, und das war vielleicht auch nur biografisch wichtig, aber bei diesem Film war schon der Ansatz, dass es eine Situation gibt am Ende in der Mischung, dann ist irgendwie tatsächlich irgendwann der Bildschnitt fertig und abhängig von der Regelerstellung bei Spur 8. Und dem Verhältnis, wie viel Insektenbrummen, wie viel Focke-Wulf-Brummen und wie viel amerikanisches Drohnenbrummen ist und wie viel Augsburger Puppenkiste ist in dem Fluggeräusch der Kröten, wenn sie abheben. Ne? Kommen die von vorne, von hinten und so weiter. Und ich habe immer, es fehlt noch eine Hummel. Es fehlte nämlich sozusagen so ein dunkles, brummendes Insekt. Weil das, denn nur das dunkle brummende Insekt hat plötzlich eine Glaubwürdigkeit hinzugefügt und dann hörte man aber plötzlich, man hatte aber auch sozusagen für 2 Sekunden Zweiten Weltkrieg drin, man hatte die aktuellen Drohnen, auf einmal versteht man die Tarnfarben dieser Kröten und diese präzise Platzierung von so einem Animationsobjekt in einem filmischen Zusammenhang geht nur in der Mischung und das ist ganz klassisch. Also ich hatte noch nie die Möglichkeit, vorher in so einer 128-Kanal-THX-Mischung wirklich mit jemand, auch mit Silvio Naumann, da zu sitzen und beraten von Martin Steyer und dann über einen 3D-akustischen Raum nachzudenken und dann solchen Fragen. Wir haben sehr lange gemischt, weil es ein Forschungsprojekt war. Also unökonomisch lange. Ja, so, und da ist also ein Moment von Kontrolle insofern nötig, weil man das wirklich genau auch abhören muss und dann Entscheidungen fällen. Das ist klassisch. Und ich finde, das sollte man bei diesen ganzen partizipatorischen und auch demokratischen Weiterentwicklungen nicht aufgeben. Wenn es diesen Kern aber gibt, also wenn es einen Film gibt, der hier laufen kann, der da oder den es auf DVD gibt, dann kann drumherum oder auch in der nächsten Etappe alles Mögliche damit passieren. Aber es sollte auch die Möglichkeit geben, mal zu sagen, ach guck mal, und in 3 Wochen läuft er mal wieder einmal in diesem oder jenem kommunalen Kino, ein Jahr später. Und man muss ja von einem längeren Leben ausgehen. Und das ist nicht linear zu denken, sondern es muss dann auch möglich sein, den Anfang oder den Film Neue Natur mal zwischendurch wieder zu sehen und denken, aha, jetzt sortiert sich das nochmal neu. Also. Also die Verhältnisse zwischen Kontrolle und Freiraum haben sich mehrfach verschiedentlich gestellt, waren auch wirklich ein Thema. Und ich glaube, man kann es nicht dadurch lösen, dass man sozusagen auf anti-autoritär schaltet. Es gibt diese klassischen filmhandwerklichen Modelle. Das hat auch, ob das ein Autorenfilmer oder ein Hollywoodfilmer oder völlig egal. In der Mischung hört man und bewertet einen Klang. Dasselbe bei der Farbkorrektur. Und das muss stattfinden. Und ansonsten kann man nur hoffen, dass der Film, du hattest ja gesagt, eine bestimmte Form von Lebendigkeit oder wie du es, vielleicht kannst du das nochmal anders beschreiben oder dann auch, Ja, wie du das prinzipiell meintest. mal ja in der Erzählhaltung, in der Erzählorganik selber angelegt. Ne? Also das kommt ja auch nicht alle Tage vor, dass in einem Film ein Erzähler sich verabschiedet und ein neuer dazukommt. Allein dadurch habe ich ja als Zuschauer das Gefühl, also ich bin nicht in einem geschlossenen Erzählraum oder sowas, über den jemand bestimmen kann, sondern offensichtlich könnte ich unter Umständen da auch mal reingehen und auch erzählen. Oder ich tue es auch halt in meinem Kopf.
Und das ist eine, also für mich ist das eine der beglückendsten Erfahrungen, die man mit Filmen machen kann. Und ich hatte immer das Gefühl, Filme tun sich bei diesem beglückenden Übertragen von Freiheit wesentlich schwerer als, ja, ich weiß nicht, Installationen oder sogar Tafelbilder, ne? Also insofern bin ich für euren Film dann wirklich total dankbar, weil ich sehe, das funktioniert. Und das kann plötzlich wirklich, also es hat wirklich eine Tür aufgemacht, ne? Und ich denke, also wenn ich es jetzt nicht so ganz pathetisch Nee, nee, aber es ist auch durch David Bowie-haft die machen will, würde ich Einladung der bildenden sagen, Kunst ich in habe den Film. einen Blick in die Zukunft des Kinos getan, ne? Das wäre das Schönste. Dann haben viele noch Offen. nicht umsonst gearbeitet. Ja, Es ist noch genau. sehr offen und das bringt uns ja wirklich zu der Frage, wie kann man verhindern, dass der Film jetzt in der Weise, die eigentlich nur als historische Panne zufälligerweise 2014 in Deutschland in einer Woche verwurstet wäre, dann tot und irgendwie von ganz vielen ähnlichen Produkten überwalzt würde. Ne? Und es Absolut. gibt ein paar gute, sehr, sehr gute schon Signale, weil es gibt doch neben dieser gleichgeschalteten Szene in Deutschland immer mehr einzelne Leute, auch durchaus an entscheidenden Positionen, die überlegen und die auch noch genug Freude an sozusagen Kino oder auch an Weiterentwicklungen und an den damit verbundenen sozialen Situationen haben, dass ich jetzt gar nicht so komplett schwarz sehen würde. Die Frage ist eben nur, ob sozusagen der Entzug der Ressourcen zugunsten von Pensionsfonds, dass der im Augenblick im Faktor 1 zu 100 gegen die kommende nachwachsende Generation organisiert ist und juristisch befestigt, ob der 20 Jahre dauert oder 4 Jahre. Weil sonst kannst du wirklich ein, zwei Generationen abschreiben und irgendwann machen dann wirklich dann doch alle noch IT oder irgendwie sowas. Und es gibt auch keine Ausbildung mehr für, sagen wir mal, nomadisch oder zwischen Kunst und Film oder auch in die Zukunft hin. Also einfach professionelle, künstlerische, erfindungsreiche Bewegtbildarbeiter. Man sagt ja immer, es gäbe zu viele. Wir bilden viel zu viele Leute aus. Und wenn es aber eine intelligente, zeitgenössische Bewegtbildproduktionskultur gäbe, hätten wir viel zu wenig Leute, die das könnten. Das ist aber etwas, was natürlich aus der Perspektive, die sagen, wir brauchen ja nur für unseren Tatort und für die paar fiktiven Sendeplätze, die wir noch haben, ein paar alte oder neue junge Fernsehhasen. Ja, also die das dann in 20 Tagen und vielleicht auch gerne in 18 Tagen durchrocken. Im Sinne dieser Kontrolle, bei der man weiß, es kommt sowieso das raus und sonst. Wobei das ja möglicherweise sogar noch das Harmloseste ist im Verhältnis zu dem, was ich eben so diese untoten Filme nennen würde. Also Filme, die weder leben noch tot sind. Also die auch weder sichtbar noch unsichtbar sind oder so etwas. Sondern die eigentlich so wirklich tatsächlich wie Zombies nur sich bewegen und irgendwie Platz fressen oder Bilder fressen. Ich weiß es nicht. Und also um auf Abspielfläche auch. Abspielfläche, genau, Wie in den Aufmerksamkeit, Städten. Das sind wie, einfach untote Zonen. ja, Ja. genau. Und immer Werbeetats haben, gegen die du erstmal ankommen musst. Sozusagen 10 untote Genau, Werbeetats ja. sind ja erstmal, weil liebe Leute die Werbung machen oder unter Umständen andere sagen, ach, das war ein tolles Interview mit der Schauspielerin, die hat da und da was anderes gemacht und findet das auch gut. Das nimmt Fläche. Ja, Ne? genau. Aber also wie ich es aus Zombie-Filmen weiß, gibt es da so einen Punkt, wo der Survival-Gedanke dann glaube ich, stärker wird als die Lähmung oder sowas, ne? Und deswegen, also bin ich da eigentlich auch sehr optimistisch, wenn man so mit jüngeren Leuten spricht oder sowas, es ganz, ganz klar ist, dass man was Neues finden muss, neue Wege finden muss. Ich glaube, dass ohne eine substanzielle Regelung zu dem Punkt, dass man damit nicht reich werden soll, aber auf einer Ebene von Grundeinkommen plus diese Arbeit machen können muss, wird das nicht laufen. Und im Augenblick ist sozusagen die Pauperisierung der nachwachsenden Generation und es geht schon so weit, dass die Leute nicht mal mehr ihr anschließendes Masterstudium wirklich machen können, weil sie zwischen Jobs plus entstehender kleiner Familie auf Null gefahren werden und das einfach gar nicht mehr machen können. Also da muss wirklich, es muss an den von den klassischen Geldströmen, die hier laufen und diese Bildermaschine
am Laufen halten, muss ein signifikanter Teil umgelenkt werden. Ein Teil in eine experimentelle Struktur und zwei Teil und ein Teil in einen wirklichen ZDF-Neo oder einen wirklichen ZDF-Kulturkanal, der von vornherein sagt, alle crossmediale Aufstellung, in gewisser Weise produzieren wir jetzt in einer anderen Welt, was mal vor 30 Jahren das kleine Fernsehspiel war, so, ne, wo man auch sagt, hier ist dein Geld, mach deinen Kamerafilm. Ich finde ja diesen Gedanken, den du vorhin hattest, an einem sehr konkreten Beispiel, dass du sagtest, es ist eigentlich eine Forschungsarbeit oder sowas, den fände ich ja sehr faszinierend. Also genauso wie es einen Übersprungsfunken zwischen Kunst und Film gibt, könnte es möglicherweise auch einen geben zwischen Wissenschaft und Film. Und dass man sagt, also Kunst ist vielleicht einfach auch nichts anderes als eine Art Naturwissenschaft, eine Art oder Geistes-, Humanwissenschaft, wie man es nennen möchte. Aber Filmen bedeutet einfach forschen über die Wirklichkeit oder so. Also die Frage, inwieweit Kunst auch Wirklichkeitsforschung ist, delegiere ich auch an Susanne Weyrich, okay, weil die aus bestimmten Gründen, soweit ich weiß, eben auch bestimmte Arbeiten macht. Aber die Frage, dass wir natürlich jetzt irgendwie eine Verbindung suchen müssen, auch zur Wissenschaft, ist ja klar. Und also in dem Sinne wäre das wichtig, dass man diese wissenschaftlichen Kooperationen hinkriegt, auch als Teil von Etappen, wie so ein Film auf die Reise geht, ohne dass man sich den Flurschaden einfängt. Das kommt ja dann sofort, ja, Vorsicht, das ist ein intellektueller Film, ja, das ist das Schlimmste in Deutschland. Zweitens, vermutlich ist der Regisseur verkopft. Das ist, dann kann ich ihm gleich sagen, ich trete vor, schlag ihm ja ab. Also, es hat, weil man immer eine Mehrheit von Leuten hat, die sagt, der Typ ist verkopft. Und deswegen war es so wichtig und ist es eben auch wichtig, dass man sich bei dem Artikel zurücklehnen kann und kann sagen, so, das, also Unterhaltungsfilm, wissen wir jetzt, ist das falsche Wort, aber das ist erstmal jetzt, das ist ein Angebot für Samstagabend 8 Uhr und gib mir mal bitte ein Bier dazu. Gerade in Deutschland haben wir ja immer noch dieses treuende Wort, es muss erhaben sein. Ne? Ja, da rennst du bei mir auf eine Tür rein. Aber ich würde sagen, die Erhabenheit, wie drücke ich das jetzt politisch korrekt aus? Also die Erhabenheit, insbesondere des verlangsamten und ausdauernden Blicks, ist ja die Gewähr dafür, dass man mit einer ansonsten ganz linearen, ganz, wie gesagt, das Wort klassisch kann man nur noch ironisch oder zynisch verwenden. Also mit einer auf Figurenhandeln runtergebrochenen Dramaturgie, die eigentlich ins Theater gehört, Filme machen kann. Insofern ist das Problem der Erhabenheit ist wirklich, also dieses so, wie hat das ein Kollege im Cargo gesagt, das Bressoniane, das bieder verkürzte Bressonsche Zeitbild. Ja. Das ist einfach so eine Lingua Franca geworden, die sagt, den billigen Reizen der Unterhaltung werden wir uns nicht hingeben. Alle diese Witze brauchen wir auch alle gar nicht. Mhm. Und diese Sensationen schon mal gar nicht. Und insofern hat das Ganze mit der Erhabenheit nicht zu viel zu tun. Was immer man unter Erhabenheit verstehen mag, ja, Erhabenheit möglicherweise auch nichts anderes ist als eine Erfahrung von Freiheit. Eine Erfahrung, sagen wir mal, dass ich irgendwas, ganz egal was es ist, unvermittelt gegenüberstehe. Also früher standen die eben ihren Göttern unvermittelt gegenüber. Und in eurem Film zum Beispiel passiert mir es ständig, dass ich unvermittelt Kunst gegenüberstehe, was in der Kunst, im Betriebssystem Kunst paradoxerweise so gut wie nie vorkommt. Weil, immer kleine erklärende Tafeln genau, und vorher. Ganz genau. Und also ich kann sowas total für mich persönlich als Erhabenheit empfinden. Es ist nicht Caspar David Friedrich, aber es ist genau diese Unmittelbarkeit und diese. Dann wieder, um es jetzt politisch auszudrücken, ist es auch diese Begegnung auf Augenhöhe. Ne? Also dass ich weder von was erschlagen werde, noch etwas sich klein macht, sondern wenn ihr ein bisschen größenwahnsinnig seid, dann kann ich mich darüber unheimlich freuen. Ich kann selber auch ist ein ja auch, größenwahnsinnig sein. Das ist ja nur der Treibsatz für das künstliche Autobewusstsein. Der muss schon da sein. Aber ja, 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 so ich liebe es aber auch. Ich mag das auch gerne. Ja, es muss sein.